So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke und es ist soweit. Wir haben heute das fünfte Bier-Adventskalender-Türchen für euch vorbereitet. Aber vorher kriegt der Adi natürlich wieder sein Türchen. Das heißt, wir holen uns den Adi seinen Adventskalender wieder her, den er natürlich wie immer kaputt gemacht hat. Ja? Vier Türchen sind schon auf. Wir wollen mal das Türchen Nummer 5 suchen. Das ist heute hier unten. Adi, guck, das ist dein Türchen. Da hast du natürlich wieder ein Beutelchen drin. Das ist ein Adi, sein Beutel. Irgendwie denkt man, das ist ja voll langweilig. Da ist ja überall einfach nur so ein Beutel drin. Aber die Beutel haben ja trotzdem verschiedene Farben. Da sind verschiedene Geschmäcker drin. Und ob das jetzt verschiedene Formen sind, die nicht schmecken, oder immer die gleiche Form, aber verschiedene Geschmäcker mit Geschmack, ist ja eigentlich dann besser. Hier, Adi, probiere mal. Schmeckt es? Ist es was? Da frisst er wieder aus der Hand, ist es nicht herrlich, ne? Und immer die Nase, die da rumschlurpt. Den Rest gebe ich dir wieder ins Waschbecken. Moment. Den zumachen, dass das nicht in den Abfluss läuft. Dann kannst du da in Ruhe essen. Und wir kommen zum Bier-Adventskalender. Und brauchen heute auch das Türchen Nummer 5. Das befindet sich hier unten und da sehe ich schon ein schwarzen Deckel bei einer schwarzen Flasche. Die sieht ja brutal aus und vor allem, ich hätte den Klodeckel runter machen müssen, dass man schön sitzt und nicht so da drin hängt. Was ist das denn? Das ist ja brutal. Vor allem habt ihr hier oben zwei so Streitäxte dran, ja. So Wikinger-Stil bisschen. Hier steht Chinook oder Chinook. Mit einem Indianer, also das sind Indianerbeile und keine Wikinger-Äxte. Da steht noch was mit Independent Brewing Company. Hier steht, dass es 6,2% Alk hat. India Pale Ale, Craft Beer Werkstatt Germany. Chinook, das Volk der Chinook, stammt aus dem Nordwesten der USA und ist Namensgeber für einen der beliebtesten amerikanischen Hopfensorten. Es ist dieser Hopfen, der im Zusammenspiel mit weiteren Aromahopfen unserem obergärigen Bier seinen exotischen Geschmack verleiht. Fruchtige Aromen von Grapefruit, Citrus oder Papaya sind charakteristisch für eine India Pale Ale. Adi, was ist denn? Ich habe nur noch Bier. Fruchtig. Wir kommen natürlich zum Etikett. Wie findet ihr das Etikett? Ich finde, das sieht eigentlich sehr stylisch aus. Also wenn ich das sehen würde, würde ich es mir auf jeden Fall kaufen. Für eine 5 reicht es mir aber nicht. Ist mir halt dann doch ein bisschen zu düster, aber sehr stylisch. Ich würde hier für das Etikett auch eine 4 geben. Gerade mit diesem Indianer da drauf. Kommen wir also zur Farbe. Zur Farbe und zum Schaum. Da war wieder nichts los, da war wieder tote Hose. Schenken wir mal ein, gucken mal, was das wird. So ungefähr. Das sieht eigentlich durch die dunkle Flasche, erwartest du da ein richtig stark dunkles Bier. Es ist auch relativ dunkel, aber eher wieder so Bernsteinfarben. Schaum, okay. Schaum ist jetzt relativ wenig da, beziehungsweise gar keinen Schaum großartig. Ist vielleicht bei einem Pale ganz normal. Das ist jetzt hier ein bisschen düsterer, ne? Nicht so hell. Es ist ein bisschen, ja, du kannst nicht genau durchgucken. Es ist nicht so glasklar. Es ist trotzdem ein bisschen trüb. Es ist ein bisschen dunkel, es ist ein bisschen trüb. Ist so eine Mischung. Ich mag es lieber, wenn das richtig glasklar ist und du den Durchblick hast. Ich würde dafür vielleicht jetzt trotzdem eine 3 geben, weil das trotzdem diese Bernsteinfarbe hat, aber trüb. Wäre das jetzt hell und trüb, wird es einfach nur wie Spülmittel aussehen. Ist für mich eine 3. Schaum ist okay. Konnte man wenigstens einschenken, ohne dass alles rumfliegt. Wir kommen mal zum Geruch. Und es hat wirklich eine sehr süßliche Note. Das riecht auf jeden Fall sehr gut. Das andere auch, was wir gestern hatten, hat auch richtig gut gerochen. Hat auch eine sehr süßliche Note mit dabei gehabt. Aber auch eine sehr bierige.
Das gefällt mir vom Geruch sogar noch besser als gestern. Das gestern, das hat schon 5 Punkte gehabt, also hierfür auch eine klare 5 beim Geruch. Wir kommen aber natürlich noch zum Geschmack und das ist das Wichtigste. Ja, unser kleiner Chinook. Geschmacklich haut es mich jetzt leider wieder mal gar nicht um. Ist extrem bitter. Also dieser süßliche Duft, wenn du das erwartest, was du da riechst und dann probierst du davon und dann hat das so extreme Bitterstoffe, Bitteraromen auf der Zunge, finde ich richtig schlimm. Mir rollt sich gleich alles zusammen. Ah. Schmeckt mir leider wirklich überhaupt gar nicht. Ich glaube, das ist wirklich das Schlimmste, was ich bisher hatte. Wir haben bisher schon einmal einen Punkt vergeben bei Geschmack, weil das nichts war. Das ist so extrem herb und bitter. Ich glaube, ich würde das allererste Mal einfach 0 Punkte geben bei Geschmack. Das schmeckt für mich wirklich so unangenehm und irgendwie total giftig. Ja, es schmeckt giftig. 0 Punkte bei Geschmack. Obwohl das doch so toll aussah, die Farbe doch eigentlich in Ordnung war, dieser tolle Geruch, dieses tolle Etikett, aber okay. Macht mal ihr mit eurem Chinook, bitteschön. Aber hilft ja nichts, der muss ja trotzdem weg. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. 0 dafür, ne? Oh, nie wieder, nie wieder.